immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Es wird spannend beim 26. Bautzener Theatersommer. Sherlock Holmes und Dr. Watson begeben sich auf eine Zeitreise in die Oberlausitz der 70er Jahre. Am 23. April startet der Vorverkauf für Sherlock Holmes und das Biest von Bautzen. 11 Uhr an der Theaterkasse. In Bautzen. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 22. April. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir starten unsere Sendung heute in Niedergurig. Aufmerksame Passanten konnten hier ein größeres Unglück abwenden, als sie den Fahrer eines Abschleppers vor emporsteigenden Flammen warnten. Am Donnerstagabend fing ein PKW Feuer, welcher gerade auf einem Anhänger abgeschleppt wurde. Wie der Fahrer des Abschleppers erklärte, gaben ihm andere Verkehrsteilnehmer Lichtsignale, woraufhin er im Rückspiegel das brennende Fahrzeug entdeckte. Er stoppte und konnte den Anhänger von seinem Fahrzeug abkoppeln und dieses in sichere Entfernung bringen. Anrückende Kräfte der Feuerwehr löschten die meterhohen Flammen unter Atemschutz mit Wasser und Schaum. Laut Aussage des Fahrers brannte das Fahrzeug bereits am Donnerstag in Krauschwitz. Dort löschten die Betroffenen die Flammen selbst und die Feuerwehr kontrollierte lediglich das Fahrzeug. Beim Brand entstand dabei nur ein geringer Schaden und das Fahrzeug sollte zur Instandsetzung in eine Werkstatt abgeschleppt werden. Noch ist unklar, weshalb der Brand im Fahrzeug erneut ausbrach. Die beiden Freibäder in Merzdorf und Großtimich haben zum Saisonstart 2022 ihre Preise angepasst. Verschiedene Umstände machten die Anpassungen unumgänglich. Kinder bis zum Alter von einem Jahr haben auch weiterhin freien Eintritt. Die Tageskarte für Kinder zwischen 1 und 6 Jahren kostet 2 Euro, Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren zahlen für die Tageskarte 3 Euro. Für alle über 18 Jahre kostet sie 4 Euro. Die Familienkarte für 2 Erwachsene plus 2 Kinder kostet 10 Euro. Auch die Preise für die Jahreskarten wurden angepasst. Weitere Informationen finden alle Interessierten auf der Homepage des Amtes Schradenland. Die weit über den Landkreis Elbe-Elster hinaus bekannte Bäckerei Bubner feiert dieser Tage ihr 125-jähriges Jubiläum. Der vielfach preisgekrönte Handwerksbetrieb wird in vierter Generation von Thomas Bubner und seiner Frau betrieben. Das umfangreiche Sortiment reicht von klassischen Backwaren bis hin zu Kuchen, Torten und einem Catering-Bereich. Das Erfolgsgeheimnis ist laut Bäckermeister Bubner der selbstgezogene Natursauerteig ohne künstliche Backmittel und die Verwendung regionaler Zutaten. 2020 wurde das Unternehmen mit dem höchsten Ausbildungspreis im Handwerk, dem Heribert-Spät-Preis, ausgezeichnet. Rund 320 Mitarbeiter beschäftigt die Familienbäckerei aktuell. 22 Filialen werden insgesamt betrieben. Für Ende November ist ein Tag der offenen Tür am Hauptsitz in Dobelokirchhain mit zahlreichen Aktionen in Planung. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 029 77 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Es folgen nun die regionalen Kurznachrichten aus der Lausitz. Bereits seit mehreren Monaten herrscht eine angespannte Situation in der Führerscheinstelle in Bautzen. Nun ergreift die Stadt Maßnahmen, um hier für Entlastung zu sorgen. Mehr dazu und weitere Meldungen haben wir jetzt für Sie. Der Landkreis Bautzen plant, die Führerscheinstelle zu entlasten. So kommt es bereits seit mehreren Monaten zu langen Wartezeiten. Wie das Landratsamt mitteilt, sind die Gründe dafür vielfältig und reichen vom Pflichtumtausch des Führerscheins bis zum Nachholeffekt bei Fahranfängern, nachdem die Fahrschulen Corona-bedingt zeitweise schließen mussten. Mit mehr Personal und der Einbindung der Bürgerämter will das Landratsamt die angespannte Situation in der Führerscheinstelle jetzt lösen. So unterstützen dann beispielsweise die Bürgerämter in Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz die Arbeiten der Fahrerlaubnisbehörde, um Fahranfängern schneller einen Termin zu ermöglichen.
Die Stadt Hoyerswerda plant offenbar, interessierten Beschäftigten ein Dienstrad zur Verfügung zu stellen. 25 Mitarbeiter hätten bereits ihr Interesse am sogenannten Dienstrad-Leasing bekundet, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Stadtkasse wird dabei nicht belastet, denn die Finanzierung des Projektes soll im Rahmen einer Gehaltsumwandlung erfolgen. Die Fahrräder sind von den Mitarbeitern dafür auch uneingeschränkt privat zu nutzen. Die Stadtverwaltung betrachtet das Vorhaben zudem als Unterstützung auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt. Fahrradleasing für Mitarbeiter ist in der Region nicht neu. Insbesondere größere Unternehmen wie beispielsweise Jados bieten ihren Mitarbeitern diese Möglichkeit. Das Unternehmen Europastadt Görlitz-Skorzelec hat ihre Broschüre für Gruppenreisen neu aufgelegt. Im Gegensatz zu früheren Ausgaben enthält der neue Katalog nicht mehr die gesamte Angebotspalette, sondern bietet eine Kostprobe an Möglichkeiten für die Reisegestaltung. Mittels QR-Code werden Interessierte auf die Website gelenkt, wo dann das komplette Programmspektrum einzusehen ist. Neben Görlitz-Klassikern sowie kulinarischen und kulturellen Höhepunkten werden auch Aktivangebote und Ausflüge in die Region vorgestellt. Die Online-Version sowie die Möglichkeit zum Download der Broschüre finden Sie unter www.görlitz.de/informationsmaterial.html. Die Stadt Kamenz erklärt gegenüber dem Landkreis Bautzen die Bereitschaft, die Trägerschaft über die Badanlage an der Macherstraße zu übernehmen. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung einem entsprechenden Vertragsentwurf zugestimmt. Der Hintergrund besteht darin, dass der Landkreis keine Strukturwandelfördermittel beantragen kann. Das derzeitige Hallenbad soll um ein Schwimmbecken im Außenbereich erweitert werden. Die Förderung für das 30-Millionen-Euro-Projekt liegt bei 90% und der Antrag wurde bereits positiv beschieden. Der Landkreis Bautzen hat sich bereit erklärt, die Stadt Kamenz beim Unterhalt des Bades zu unterstützen. Die Planungen werden am 27. April auf einer Bürgerversammlung vorgestellt. Der Landkreis Bautzen und die Passat Grundstücksgesellschaft haben den Kaufvertrag für einen Teil des früheren Eschebach-Areals in Radeberg unterzeichnet. Damit machen beide Seiten den Weg für die Errichtung einer Außenstelle des Humboldt-Gymnasiums frei. Diese ist dringend erforderlich, da die Bildungseinrichtung sprichwörtlich aus allen Nähten platzt. Um dem Platzmangel zu begegnen, wurde bereits die frühere Außenterrasse bebaut. Das Eschebach-Areal gilt aufgrund seiner Bahnhofsnähe als optimal für die Erschließung durch den Nahverkehr. Allerdings birgt die Industriebrache der früheren Küchenfabrik umfangreiche Altlasten, wie auch ein Gutachten bestätigt. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich auf etwa 23 Millionen Euro. Für das Rahmenprogramm des Denkmaltags sucht die Stadt Bautzen ab sofort wieder Vorschläge zur Teilnahme sowie Beiträge, Führungsangebote und weitere Ideen. Der Tag des Denkmals findet in diesem Jahr am 11. September unter dem Motto Kulturspur – ein Fall für den Denkmalschutz statt. Vorteilhaft wäre ein Bezug der Idee zum Schwerpunktthema. Vorschläge können bis zum 9. Mai eingereicht werden. Dies ist per Post an das Baudezernat Bautzen oder per Mail an baudezernat@bautzen.de möglich. In Pulsnitz ist die Lausitzwelle nun mit ihrem tagesaktuellen Fernsehprogramm im Kabelnetz vertreten. Wie der ortsansässige Netzbetreiber SKK Kunert und Thieme mitgeteilt haben, kann das lokale Informationsprogramm seit einigen Tagen in der Pulsnitzer Altstadt empfangen werden. Wer keinen automatischen Sendesuchlauf bei seinem TV-Gerät starten möchte, kann manuell auf der Frequenz 169 MHz das Lausitzwelle-Fernsehprogramm einspeichern und sich die Nachrichten sowie Berichte und Informationen aus der Region in die Wohnstube holen. Alternativ ist das TV-Programm auch über das Internet auf lausitzwelle.de via Livestream zu sehen. Der ein oder andere Besucher des Lausitz-Centers hat es vielleicht schon gesehen. Hier gab es nämlich eine interaktive Umfrage, bei welcher in drei Säulen Tischtennisbälle eingeworfen werden konnten. Sie ist Teil eines neuen Projektes, welches mit der Bibliothek der Stadt umgesetzt wird. Worum es genau geht und was die Hoyerswerda bald erwartet, sehen Sie nun. Ein Projekt für die Demokratie und des Zusammenhaltes und der Diskussion startet gemeinsam mit der Brigitte Reimann Stadtbibliothek in Hoyerswerda. Es ist eigentlich ein sachsenweites Projekt. Dabei sollen wie hier Orte der Demokratie geschaffen werden. Alle Menschen der Stadt können daran teilhaben. So gab es bereits erste Umfragen in Kooperation mit der Forschungsstelle Didaktik der Demokratie der Technischen Universität Dresden mit immer einer Frage und drei Säulen mit Antworten. Fragen wie, ob man die Stadt aktiv mitgestalten will oder ob die Ideen der Menschen gut umgesetzt werden, konnten die Teilnehmer einfach mit einem Tischtennisball beantworten.
Doch auch schon vorher wurden sie und insbesondere die Besucher der Bibliothek in das Projekt mit einbezogen. Die Stadtbibliothek ist ein offener Raum, so ein Platz, wo jeder willkommen ist. Und mit diesem Projekt, wir möchten die Stadtbibliothek noch lebendiger machen. Wir möchten Bibliothek sehen wie ein Mitmachort, wo Leute kann zusammenkommen, austauschen, eigene Initiative starten und eigene Veranstaltungen mit der Unterstützung der Stadtbibliothek organisieren. Wir möchten im Rahmen des Projekts nicht nur über Demokratie reden, sondern mit diesem Projekt, wir möchten lernen und zeigen, wie Demokratie gelebt werden kann. Erste Aktion unseres Projekts war, die Leute von Hoyerswerda in Konzeptentwicklung einzubeziehen. In diesem Sinne haben wir einen Fragebogen erstellt, das steht offen für alle Bürger und Bürgerinnen von Hoyerswerda in der Bibliothek oder auch in unserer Homepage auszufüllen. Bereits im Januar war die Aktion Offene Werkstatt der Demokratie in Hoyerswerda gestartet. 3 Jahre lang wird das Projekt insgesamt laufen, bei welchem das Hauptziel der Austausch darstellt. Die Bibliothek soll daher als Ort des Informations- und Ideenaustausches sowie als offener Raum für Diskussionen dienen. Sie steht allen Interessierten offen, ihre Veranstaltungen mit Unterstützung der Bibliothek hier zu organisieren. Wir arbeiten mit verschiedenen Akteuren und Kooperationspartnern in der Stadt zusammen, um die Veranstaltungen vorzubereiten, die Menschen bewegen und die ab September dieses Jahr 2022 in der Bibliothek stattfinden werden. Einige unserer Partner sind RAA, Volkshochschule Hoyerswerda, ZCOM, Hoyerswerda Hilft mit Herz, Domowina, Krabbatmühle, Kulturbund und viele, viele, viele andere. Das Projekt Offene Werkstatt der Demokratie wird gefördert durch das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung. Und wir sind stolz, Teil des Projekts Orte der Demokratie zu sein, das in ganz Sachsen stattfindet. Um Platz in der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek zu schaffen, wird der linke Teil umgebaut. Dabei sollen die jetzt noch festen Bücherregale durch neue Rollregale ersetzt werden, die später für Veranstaltungen einfach zur Seite geschoben werden können. Damit soll mehr Flexibilität geschaffen werden, sodass sowohl die 3000 regelmäßigen Leser als auch die Veranstaltungen der offenen Werkstatt der Demokratie hier Platz finden. Diesen Platz möchten wir für frei an verschiedene Gruppen, Menschen, Initiativen, an Leute von Hoyerswerda anbieten, sodass sie können unsere Technik und unseren Raum benutzen, eigene Veranstaltungen und eigene Ideen rauszubringen. Demokratie ist ein Prozess, an dem sich alle beteiligen müssen, damit er funktioniert. Es ist wichtig, seine Meinung mitzuteilen und sich in einer Gemeinschaft für eine bessere Gegenwart und Zukunft einzusetzen. Schon an der interaktiven Umfrageaktion haben sich mehr als 700 Menschen beteiligt. Aktionen wie diese sollen folgen und spätestens mit dem Umbau der Bibliothek wird die offene Werkstatt der Demokratie dann so richtig durchstarten. Offizieller Kickoff, also Start des Projektes in ganz Sachsen, wird am 27. April in Bautzen sein. Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Willkommen zurück. Jetzt kommen wir zu den Meldungen der Polizei. Steigende Lebensmittelpreise führen derzeit vermehrt zu Lebensmitteldiebstählen. Doch in diesem Fall blieb die Einsicht fern. Diese und weitere Meldungen jetzt. In einem Einkaufszentrum in Hoyerswerda ist am Mittwochnachmittag ein Ladendiebstahl ans Licht gekommen. Daraufhin rasteten die Tatverdächtigen, ein 36-jähriger Iraker und seine 34-jährige syrische Begleiterin, aus.
Eine Kundin hatte das Pärchen beobachtet, während es Waren in einem Kinderwagen versteckte. Ein paar Dinge bezahlte die Frau an der Kasse, dabei sprach das Personal das Duo an. Die zwei wurden ausfallend, bewarfen einen Mitarbeiter mit Einkaufskörben und schlugen mit einem Regenschirm auf ihn ein. Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen. Eine Zeugin wurde geschubst und kam mit dem Schrecken davon. Schließlich gelang es, die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei aufzuhalten. Diese gaben die gestohlenen Waren zurück an den Markt. Ketten und Babyschnuller im Wert von rund 50 Euro. Die Ertappten haben nun Hausverbot und werden sich in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls zu verantworten haben. Der Kriminaldienst in Hoyerswerda ermittelt. Am Mittwochnachmittag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen parkenden Audi in der Kochstraße in Senftenberg. Da der Unfallverursacher nach der Kollision geflüchtet war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Vor Ort sicherten die Beamten zahlreiche Spuren. Ebenfalls im Senftenberg im Bereich der Otto-Nuschke-Willem-Pieck-Straße stießen am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr ein Skoda und eine 59-jährige Fahrradfahrerin bei einem Vorfahrtunfall zusammen. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau anschließend in ein Krankenhaus. Das Auto blieb bei einem Gesamtschaden von rund 4.000 Euro fahrbereit. In der Nacht zu Donnerstag haben sich Einbrecher in einem Bautzner Gästehaus zu schaffen gemacht. Die Unbekannten gelangten ins Erdgeschoss und durchwühlten alle Räume. Sie entwendeten rund 1.700 Euro Bargeld. Außerdem stahlen die Täter diverse Weinflaschen. Der Gesamtschaden betrug rund 2.500 Euro. Der zuständige Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen. Am Mittwoch hat sich am Nachmittag auf der B115 in Krauschwitz ein Unfall unter Alkoholeinfluss ereignet. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Moskauer Straße in Richtung Weißkeisel. Vermutlich aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen parkenden Opel. Infolgedessen stieß der Pole gegen einen Bordstein. Dabei verzog sich bei seinem Fahrzeug die Vorderachse und es war nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,22 Promille. Der Gesamtschaden betrug rund 10.000 Euro. Die Beamten nahmen den Unfallverursacher mit zur Blutentnahme, stellten seinen Führerschein sicher und erstatteten Anzeige. Heute schauen wir in unserem historischen Kalenderblatt in einen Ort, der bereits im 6. Jahrhundert seinen Ursprung fand. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Das Dorf Sabrott wurde urkundlich das erste Mal 1380 erwähnt. Allerdings ist der Ort vermutlich deutlich älter, denn schon seit dem 6. Jahrhundert siedelte der slawische Stamm der Milziner in der Oberlausitz. Sabrott war einer seiner nördlichsten Gänsdörfer. Der Name bedeutet Ort hinter der Furt oder hinter den Fuhlen und Pfützen, also an Ufern und trockenen Stellen gelegen. Da das Umland seinerzeit sumpfig war, reich an überschwemmten Wiesen, schützte es die Bewohner Sabrotts vor den kriegerischen Horden. Erst mit dem später geschaffenen Landgraben konnte das Umland trockengelegt und somit nutzbar gemacht werden. Der Bergbau, der Mitte des 20. Jahrhunderts Einzug hielt, prägte den Ort maßgeblich. Die Gruben Brigitta und Welzo zogen in unmittelbarer Nähe vorbei. Durch die Grundwasserabsenkung litt die Landwirtschaft und aus den Bauern wurden Bergleute. Die sorbische Tradition wird bis heute im Dorf großgeschrieben. Ein Höhepunkt war 1955 der DEFA-Film Jan und Lenka feiern Hochzeit, in dem das Brauchtum vorgestellt und zahlreiche Sabrotter als Schauspieler mitwirkten. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Heute ist Freitag und das heißt für uns im Lausitzwelle Fernsehen, wir schauen, bevor wir zum Wetter kommen, mit Jörg und Alexander aus dem Lausitzwelle Radio auf die Veranstaltungstipps der kommenden Tage. Und die beiden freuen sich natürlich, wie immer, auch auf die Höhepunkte im Lausitzwelle Fernsehprogramm. Viel Spaß mit dieser einzigartigen Zusammenfassung. Eine kurze Woche geht zu Ende, Ostern ist vorbei und die letzte Aprilwoche steht an. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, das ist Wahnsinn. Und natürlich haben wir auch nächste Woche wieder Programm hier bei Lausitzwelle. Ja, und zwar schauen wir doch mal ins Lausitzer Seenlandklinikum.
wieder, was es dort aktuelles Neues gibt. Was haben wir noch? Ja, der Blindengarten in Radeberg öffnet wieder. Frühling ist da, es schießt und sprießt. Gibt es da was zu sehen im Blindengarten? Natürlich gibt es da was zu sehen, aber es geht eigentlich nicht primär um das Sehen, sondern es geht um die anderen Sinne, die man noch hat. Also riechen, fühlen, einfach Emotionen, mal auf ganz andere Art, schmecken auch. Also es gibt ja auch essbare Pflanzen, mit Sicherheit, na klar. Also eine ganz spannende Geschichte, Blindengarten in Radeberg hat wieder auf. Apropos essbare Pflanzen, das bringt mich gleich noch zwischendurch zu, natürlich Lausitz. Da geht es nämlich nächste Woche um das Scharboxkraut. Montag. Montag ist immer natürlich Lausitzzeit und da geht es um das Scharboxkraut. Das wurde nämlich damals genutzt zu medizinischen Zwecken. Und zwar gegen Skorbut war das. Das war das, wo die Zähne rausfallen. Ne? Das ist, das, weiß ich nicht, Vitamin C-Mangel. Das ist wohl sehr viel Vitamin C. Auf dem Schiff war das. Seeleute haben das gekriegt. Alle, die das haben wollten, haben es gekriegt. Alle haben Skorbut gekriegt früher. Und dann gab es hier Scharboxkraut. Scharboxkraut, ja. Das sehen Sie alles am Montag bei natürlich Lausitz. Genau. Weißt du übrigens, wie das in der Schweiz genannt wird? Nein. Das Glitzerli. Das Glitzerli? Das Glitzerli, ja. Toll. Es glänzt, ja, glänzt wohl und deswegen, ja. Alles Nähere erfahren Sie am Montag bei natürlich Glitzerli Lausitz. Am Montag, genau. Super Sache. Wir haben ein Kulturfenster wieder dabei. Ja. Akkordeonorchester Groß-Rausdorf spielt auf am Dienstag. Das ist ja Wahnsinn. Blasmusik und Volksmusik. Geschichte. Naja, nee, das ist Akkordeon. Eine spannende Geschichte, sehr interessant, sehr so. Da kriege ich immer Lust. Auch Ziehharmonika genannt. Ja, kriege ich immer Lust auf Frühschoppen, wenn ich sowas höre. Ja, ja, aber hast, das ist ja wieder was ja letztes Wochenende. Das war letztes Wochenende. Das war. Das ist jetzt wieder dann für dich dann zweite Maihälfte. Genau. Apropos zweite Maihälfte, ja, dann ist wieder der nächste Feiertag, wo er dann wieder gut versorgt sein wird. Und kommen wir dann, wir haben das Thema auch Bräuche. Bräuche in der Nacht vom 30.04. zum 1. Mai ist ja auch schon nächstes Wochenende. Das Hexenfeuer steht dann wieder an, also in vielen Regionen oder beziehungsweise in der Lausitz. Genau, Hexenbrennen, Walpurgisnacht, wie auch immer man das nennt, Wintervertreiben. Genau so. Aber was steckt genau dahinter? Wir haben uns mal umgehört. Ja, mal gucken, was Sie da so zu sagen haben. Wunderbar. Was haben wir noch? Unsere wöchentliche Rubrik natürlich kommentiert am Donnerstag. Wird wieder sehr interessant werden. Seien Sie gespannt, genau. Seien Sie gespannt. Wir sind es auch. Ja, dann haben wir noch, was haben wir noch? Wir waren auf der Neschwitzer Vogel-Auffangstation. Was für ein Wort. Das sind die kleinen Herausforderungen durch die Redaktion, die wir immer haben. Ja. Vogel-Auffangstation, also das muss man erstmal hinkriegen. Ja, definitiv. Schauen wir mal rein, wer dort alles so welche Vögel dort aufgefangen werden und dann. Richtig. Apropos Vögel, Greifvögel haben wir auch im Programm. Bisher mussten wir es verschieben aufgrund der Wetterlage. Es ist immer wieder ein bisschen leicht regnerisch. Aber die Spannung steigt. Wir werden demnächst im Fernsehen hier Greifvögel sehen. Hoffen wir das Beste. Unsere Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewähr. Also kommen wir deswegen zum Wochenende jetzt. Die festgesetzt sind. Die Veranstaltungstipps. Die Veranstaltungstipps für dieses jetzt Wochenende. Und zwar am Samstag, den 23. gibt es in Schönborn, genau, im Schönborn, das ist dieser Elbe-Elster-Kreis. Und da gibt es eine Trend, jetzt kommt es wieder, das ist wieder Redaktion, Achtung, aufgepasst, dendrologische Exkursion, genau, in die Bergbau-Folgelandschaft. Ja, Sie merken, Ihr Bildungssender Lausitzwelle. Ja, wir hier werden Sie verklärt. Genau. Tino Gärtner ist von der Naturwacht Brandenburg und führt Sie dort durchs Programm. Anmeldung ist unter dem Telefon. Achtung, jetzt langsam mitschreiben. 035341 10192 oder eine E-Mail an heidelandschaft@naturwacht.de. Ich hoffe, dass die Kollegen das hier unten dann mal einblenden werden und dann wissen Sie, natürlich. Der genaue Treffpunkt wird an der Anmeldung oder beziehungsweise während der Anmeldung wird der Treffpunkt dann gesagt und der ganze Spaß beginnt um 14 Uhr. Ja, planen Sie 3 Stunden ein und circa 4 Kilometer ist die Strecke dazu. Genau, wunderbar. Was machen wir denn am Sonntag? Ist nämlich der 24. diesen Sonntag und da heißt es Stöbern, Staunen und Bummeln. In Radeberg. In Radeberg, im Zentrum von Radeberg. Do it creative heißt das Ganze. Handmade und Designmarkt. Ja. Gibt es außergewöhnliche Sachen sozusagen. Dinge, die nicht von der Stange sind oder Liebhaberstücke. Also ganz interessant, ein Erlebnisausflug für Groß und Klein.
mit Raum. Geht das los? Für das Besondere. Es geht los von 10 bis 18 Uhr, findet das Ganze statt in Radeberg, Gelände Pulsnitzer Straße 46. Hingehen und Hingehen, staunen. Spaß haben und vielleicht auch sogar selbst kreativ sein, wie das Ganze abläuft. Lassen Sie überraschen. Oder vielleicht doch das den einen oder anderen Staubfänger kaufen. Wie auch immer. Weitere. Kann auch schön aussehen. V-Tipps folgen jetzt. Am 23. April spielt in der Kulturfabrik Hoyerswerda die Band Eric Fish & Friends zum ersten Mal seit 2 Jahren ihr neuestes Album. Das Konzert in der KUFA ist ein Teil der lang ersehnten Deutschland-Tour und beinhaltet die neuesten Lieder der Band. Mit fantasievollen Arrangements, mitreißenden Grooves und Texte, die zum Nachdenken bewegen, freut sich die Band, ihren Fans endlich wieder nahe sein zu können. Das Konzert startet 20 Uhr und Tickets können noch über die Seite der Kulturfabrik erworben werden. Ab Samstag, dem 23. April, startet zusammen mit dem Zittauer Geschichts- und Museumsverein eine Sonderausstellung über den Maler und Zeichenlehrer Bruno Lademann. Der in Zittau geborene Grafiker bereicherte die Kunstwelt mit lebhaften Gemälden und atemberaubenden Bildern. Diese verzauberten nicht nur bis heute die Betrachter mit ihrer Farbkultur, sondern waren auch von dokumentarischem Wert. Die Ausstellung mit seinen prachtvollsten Bildern kann nun bis Anfang Juni zu den normalen Öffnungszeiten des Städtischen Museums Zittau gesehen werden. Am kommenden Wochenende wird in der Energiefabrik Knappenrode eine Modellbahnwerkstatt des Modellbahnclub Hoyerswerda veranstaltet. Am 23. und 24. April bietet sich für alle Interessierten die Möglichkeit, die Modelle des Vereins einmal unter die Lupe zu nehmen und Antworten auf Fragen zu bekommen. Von 10 bis 17 Uhr erwarten viele kleine Miniaturen alle Gäste in den Vereinsräumen des Clubs. Die Teilnahme ist kostenfrei, es fällt nur der Eintritt in die Energiefabrik an. Nachdem der Tag mit einem grauen Himmel und etwas Niederschlag startete, zogen die Wolken gen Nachmittag auf. Vielerorts kämpfte sich die Sonne einen Weg hervor und die Temperatur stieg bis auf 15 Grad an. In der Nacht bleibt es trocken und frisch bei 5 Grad. Morgen strahlt dann die Sonne auf die ganze Lausitz herab. Im Flachland zeigt uns das Thermometer Werte von bis zu angenehm 17 Grad an. Am Nachmittag kann ein leichter Wind aus Osten aufziehen, der uns die ein oder andere kleine Wolke vorbeibringt. Der Abendhimmel wird jedoch wolkenfrei. Im Bergland ist ebenfalls den ganzen Tag die Sonne zu sehen. Die ganze Zeit wird keine einzige Wolke den Himmel bedecken. Trotz der strahlenden Aussicht steigt die Temperatur auf maximal 15 Grad an. Sonntag und Montag erwartet uns jede Menge Regen. An beiden Tagen durchtränkt das kalte Nass die Lausitz und die Werte liegen bei maximal 13 Grad. Die Nächte bleiben trocken und ruhig. Die Temperatur fällt auf einen Tiefstwert von kalten 4 Grad minimal ab. Und das war sie, die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, dann können Sie alle Nachrichten und Beiträge auf unserem Lausitzwelle-YouTube-Kanal nachschauen und lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen gefallen hat. Im Lausitzwelle-Fernsehen sind wir dann mit der Drehscheibe Lausitz am Montag ab 18 Uhr wieder für Sie da, über Satelliten wie gewohnt ab 18.30 Uhr. Im Radio begrüßt Sie in der kommenden Woche mein Kollege Alexander Schkade mit dem fröhlichen Wecker. Bis dahin haben Sie ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.